Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der 50 vs. 50 Karte mit der Community. Wir haben Tag 5 und unser Team steht immer noch auf Rang 1 mit sehr viel Abstand. Die Lage bei mir hat sich jetzt auch weitestgehend beruhigt. Hier sind keine großen Armeen mehr neben uns und wir müssen uns über unsere Existenz wahrscheinlich jetzt erstmal keine Sorgen mehr machen, denn Bolivien zerstört gerade alle ihre Armeen gegen Peru und hat hier sehr viel abgezogen. Ich habe mich erstmal dagegen entschieden, hier anzugreifen, denn Piratini hat ja noch ein paar Truppen und wenn die mich dann hier überlaufen, dann kann es schnell sein, dass sie dann alle meine Provinzen nehmen und ich dann sozusagen die Runde nicht mehr weitererleben kann. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist mal einen Panzerwagen. Der kann mal hier einmal hingehen einfach, und weil da die Provinz ist ja leer, also es schadet jetzt auch nichts. Und dieser eine Panzerwagen, der ist auch schnell, der kann sich auch schnell wieder zurückziehen. Und ich glaube, das kann man gut machen. Zusammengefasst geht es uns eigentlich nicht wirklich gut, aber wir werden wahrscheinlich noch weiter existieren können. Ich zeige euch mal, wie es sonst so auf der Welt aussieht. Amerika ist jetzt nun fast unser, nur hier in der Karibik ist noch nicht alles erobert, aber das kommt jetzt auch mit der Zeit. Das heißt, Amerika ist unser, beziehungsweise Nordamerika ist unser. Südamerika wird ja noch gekämpft. In Europa sieht das alles nicht so gut aus. Da wird wohl Irland ziemlich groß, aber ich glaube nicht, dass das hier in irgendeiner Weise eine Bedrohung für uns wird. Denn wir sind alle so riesig zusammen, also selbst wenn es ein großes Europa gibt, werden wir da locker gewinnen. Afrika hält sich weitestgehend auch sehr gut. Sie können hier ihre letzten Fronten noch gut halten und haben auch gute Schlachten geführt. Aber mit der Zeit kommt jetzt auch immer mehr Nachschub von Westafrika. Und da kommen dann immer mehr Truppen nach und irgendwann wird dann auch hier zum Beispiel oder hier wird dann auch die Front für uns entschieden werden. Und dann werden wir einmal durchmarschieren und dann wird Afrika auch unser sein. In Asien sieht es auch sehr entschieden aus, wie ihr ja wahrscheinlich schon mehrmals jetzt gesehen habt. Hier ist jetzt alles sehr entschieden. Ich finde auch, die Chinesische Republik macht hier eine gute Arbeit, spielen hier so ein bisschen, haben auch sehr schnell einen sehr erfahrenen Spieler, nämlich Hongxian, ausgeschaltet mit der Hilfe von Shaanxi. Das war auch sehr entscheidend. Und außerdem hat Griechenland sehr gute Arbeit geleistet. Die haben nämlich hier, als alles leer war, sind die einmal rüber marschiert und haben ja einmal die leeren Provinzen genommen. Und das war auch ein Spieler, der sehr erfahren war. Und wenn der groß geworden wäre, dann wäre das nochmal ein großer Brocken gewesen. Außerdem auch Lob an Hedjas, die auch hier sehr viel erobert haben. Ich kann ja einfach mal ganz kurz Shoutouts rausgeben, weil es ist ja eine Community-Karte, also sehr viele, die in diesem Team sind, sind auch in der Community. Und, oh ja, Timur kenne ich auf jeden Fall, der hat sogar VIP auf dem Discord, also Grüße gehen raus an Timur. Außerdem grüße ich auch noch das Königreich Hedjas, also Veni, Vidi, Visi 2207. Genau, das sieht hier alles sehr gut aus und die spielen hier ein sehr gutes Spiel. So, dann fehlt noch Ozeanien und Australien. In Australien sieht alles sehr gut aus und man kann schon sagen, dass hier das auch entschieden ist, denn Australien hat fast gar keine Truppen mehr. Man sieht das ja auch schon, Britisch-Neuseeland wird es wahrscheinlich schaffen, mit dieser kleinen Armee hier einzumarschieren. Also die Fronten sind hier alle nicht wirklich besetzt, hier ist gar nichts mehr übrig und mit der Zeit wird das hier auch besiegt werden. Und ich glaube, es kann wirklich sein, dass das hier eine Mitrekordrunde wird. Wahrscheinlich kein Weltrekord, aber es wird eine sehr, sehr schnelle Runde von der Entscheidung her. Denn an Tag 3 war schon fast alles entschieden, kann man ja sagen. Und die Runde, die ist auch bald schon zu Ende. Also unser ganzes Team braucht nur noch knapp 400 Siegpunkte, ein bisschen weniger. Und dann ist die Runde schon gewonnen. Dann müssen wir gar nichts mehr machen. Und das ist ja schon bald, denn hier die ganzen Länder, die so langsam kollabieren, die bringen ja auch nochmal, sage ich mal, 100 Siegpunkte. Und dann kommen ja auch nochmal KIs, nochmal 100 Siegpunkte. Und dann sind wir kurz davor zu gewinnen. Dann werden noch einzelne Länder ausgeschaltet und dann ist die Runde schon zu Ende. Also würde ich sagen, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert, die Community-Runde. Auch wenn das jetzt nicht eine interne Runde ist. Aber dieses Projekt macht sehr viel Spaß. Auch wenn ich jetzt hier nicht wirklich erfolgreich sein konnte. Aber ich konnte jetzt zumindest dem Team so ein bisschen helfen. Konnte hier so ein bisschen an der Frontlinie so ein bisschen hier die Front halten. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht.
Also ich habe jetzt keinen so großen Anteil in diesem runden Sieg. Da gibt es schon andere Nationen, wie zum Beispiel hier Alaska, die auch so gut gespielt haben, zusammen mit Vereinigten Staaten von Amerika, die hier perfekt vorrücken und sich sehr gut absprechen. Also es ist alles sehr gut, was hier gespielt wird. Genau, da das Video jetzt noch nicht so lang ist, würde ich sagen, mache ich einen Cut zum Tageswechsel. Also ich würde sagen, in 4 Stunden oder in 5 Stunden melde ich mich nochmal und dann gibt es einen Cut. Bis gleich. Der Tageswechsel war jetzt schon vor einiger Zeit. Wir haben jetzt Tag 6 und haben nochmal ein paar Siegpunkte dazu gewonnen und rundet ein paar verloren. Außerdem sind an Tag 6 jetzt sehr viele Leute inaktiv geworden. Zum Beispiel in Afrika haben wir auch einen aus unseren Reihen, aber wir haben auch Deutsch-Tansania von Rot. Außerdem hier oben Spanien, die sind auch inaktiv geworden. In Amerika haben wir 2 Nationen, die inaktiv geworden sind. Und dann glücklicherweise bei mir 2 Nationen, die inaktiv geworden sind. Und das heißt, das wird jetzt alles sehr viel leichter. Wir werden jetzt leichter gegen Bolivien kämpfen können und leichter gegen Piratini. Und vor allem bei einer KI, die wird jetzt nicht so viel angreifen. Das heißt, wir können jetzt sehr wahrscheinlich schon weiter noch existieren. Und ja, der Plan ist jetzt einfach, dass wir so ein paar Truppen noch rekrutieren, vor allem in dieser doppelten. Und dann nehmen wir erstmal diese Provinz ein, die andere doppelte, mit dem Panzerwagen und im 1 gegen 1 wird das hier sehr leicht gewinnbar sein. Und dann geht es weiter mit dieser Provinz, diese Provinz, diese Provinz. Und dann werden wir doch hier noch ziemlich groß, beziehungsweise ein bisschen größer als Standard. Aber da wir ja so klein jetzt sind, ist das dann schon groß, weil wir dann ja doppelt so viele Provinzen haben. Aber bis dann wird die Runde vielleicht sogar schon zu Ende sein. Aber da jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen ist seit dem letzten Cut, ist jetzt hier auch nichts großartig Neues passiert. Aber bevor die Folge jetzt eine Stunde oder so geht, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das wie immer gefallen und schreibt eure Meinung zu diesem ganzen Projekt mal in die Kommentare mit der Community, eine 50 vs. 50 Karte zu spielen. Ich finde, mir macht das sehr viel Spaß. Und die Runde geht auch sehr schnell zu Ende, das heißt, es kann direkt losgehen mit einem neuen Projekt demnächst. Und darauf freue ich mich auch schon. Genau, dann würde ich aber jetzt sagen, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.